Hallo, liebe Gartenfreunde, mein Natternkopf blüht. Das sieht so klasse aus. Der ist so riesig geworden. Ja, und ganz hinten ist auch schon eine Biene fleißig am Besuchen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das auf dem Video sieht. Ja, Haufen Mohn habe ich dieses Jahr. Das ist das, was aus der Samenmischung am meisten wohl aufgegangen ist. Hier eben Mohn und im Vordergrund das Habichtskraut. Den Wollziest habe ich jetzt einen Schneckenkragen verpasst. Da ist irgendwas gewesen, wahrscheinlich eine Schnecke, die ihn immer abgefressen hat. Und jetzt habe er endlich mal zwei Blättchen, die rauskommen. Und hier habe ich mal ein Ranggitter davor gestellt, weil der Platzregen und der Hagel, die haben die Kornblume so dermaßen nach unten gedrückt, die eigentlich nur noch da lag, zusammen mit der Kamille. Schaut es doch auch schon mal ganz hübsch aus. Dann hier mal von der anderen Seite mein Steinbeet, mein mager Trockenbeet. Unglaublich, was da alles wächst, dafür, dass da eigentlich nur Stein und Schutt drin ist. Klar, ich habe ein paar Sachen eingepflanzt, aber der Rest ist aufgegangen. Ja, und hier sieht man immer mehr gemulchte Fläche. Wir machen diese Mulchwürste, die der Markus Gastel vermutlich erfunden hat oder zumindest propagiert. Also das heißt, wir drehen das Gras ein, sodass man es gut wieder hochheben kann und drunter eine Schneckenkontrolle machen kann. Das mit den Holzhackschnitzeln, was ja auch immer rumgeistert, dass das gut sei gegen Schnecken, hat sich bei uns gar nicht bewährt, hatte ich auch vermutet. Die Schnecken sind ja auch unter Holzbrettern gut zu finden und genauso unter den Holzhackschnitzeln. Und das ist dann sehr mühsam, wenn man diese Hackschnitzel da praktisch wenden muss. Da ist das mit den Mulchwürsten wesentlich effektiver und gleichzeitig hat man natürlich den Vorteil, dass man auch Nahrung hat, welche die Schnecken mögen, denn die mögen ja welches Zeug und dann ist doch besser, sie fressen die Mulchwürste als ja, unsere Jungpflanzen. Bei den Erbsen geht es so langsam los. Die ersten Schoten sind dran, immer fleißig am Blühen. Ah, so langsam beginnt die Erntezeit. Und hier habe ich unsere Brennnesseln etwas ausgelichtet. Ich habe mir jetzt meine Baumarktsense ersetzt durch eine richtig gute Sense. Und das war wusch, 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 wusch und weg war's. Wenn ich dran denke, wie ich mich letztes Jahr mit Rasenmäher, Freischneider und so abgemüht habe und mit der einer richtig guten Sense, die auch entsprechend eingestellt ist, wie schnell man da Fläche macht, das ist der Wahnsinn und anstrengend. Also es ist nicht anstrengender als mit den motorbetriebenen Geräten, definitiv nicht. Ja, wenn ich mich nicht täusche, ist das der Baldrian, der hier blüht und auch schon Besuch hat. Hier der Heilziest mitten im Gras. Ich hoffe, dass ich so Stück für Stück diese Wiese auch ein bisschen gezielt umwandeln kann, indem ich einfach solche Sachen wie Baldrian ziehst, also Heilziest, Frauenmanteln, Wiesenknopfen so rein gepflanzt habe und dass die sich jetzt da
auch einfach mit ausbreiten. Ja, hier zum Beispiel eben der Frauenmantel. Muss halt vielleicht ein bisschen aufpassen, dass es vom Gras nicht zu arg bedrängt wird. Aber ich weiß ja auch, wo ich Sachen reingepflanzt habe. Nachdem hier auf dem Stein auch nicht so viel kam, habe ich jetzt nochmal zwei Flockenblumen gesetzt. Eine Bergflockenblume und eine Ackerflockenblume. Und hoffe halt, dass die sich gut anwachsen. Und hier der Natternkopf, den ich dieses Jahr gesetzt habe, der scheint auch schon blühen zu wollen. Jetzt hatte ich eigentlich gedacht, dass das so macht wie der andere, der nur eine Rosette ein ganzes Jahr geblieben ist, aber der scheint zu kommen. Ja, und der Holunder ist natürlich auch eine Pracht. Und ui, wer kommt denn da? Wer bist denn du? Schon weg. Ja, neben Pflanzen werde ich wohl auch noch sehr, sehr viel über Insekten lernen. Ist auch was Gutes. So, die Maibeere. Weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Also langsam sind die ersten doch schon violett. Und auch ein bisschen größer als beim letzten Mal. Und hier nochmal mein Natternkopf. Einfach beeindruckend, diese Pflanze. Dass mir sowas in freier Natur noch nie aufgefallen ist, ist echt erschreckend. So eine Schönheit. Ja, wie man sieht, in Livien. Der wächst jetzt richtig, seitdem er die Schneckenkrägen hat. Werden wir nicht mehr allzu lange warten. Und dann auch ernten. Ansonsten, weiß nicht, ob ich es schon gezeigt habe, haben wir mal abgeräumt und neu eingesät. Ja, und nachts haben wir hier auch schon die Tigerschnägel am Werk gesehen bei der Schneckenbekämpfung. Ich glaube, da hänge ich vielleicht noch ein Video an.